Ja, so, wir haben uns sortiert, es kann langsam losgehen. Auch mit abgespecktem Programm heute, aber es wird laut, hat man uns schon gesagt. Und danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ja, wow. Ja, wow. Schön, dass ihr alle da seid, dass so voll war es jetzt ehrlich noch nie. Das haben wir schon das vorletzte Mal gesagt, aber heute ist das wirklich so. Ganz liebe Grüße von Martin Geier, der sollte heute eigentlich Poetry Slam machen. Und liebe Grüße von Rebecca Metzger, die wollte was mit der Klarinette machen. Rebecca hat jetzt ein kaputtes Auto und Martin ist krank. Ich hoffe, es gibt keinen Zusammenhang. Aber die vier Künstler, die da sind, sind auch großartig. Und genau, wir kommen gleich mal zu den Bonbons. Ihr habt am Eingang hoffentlich jeweils drei Bonbons behalten und noch nicht aufgegessen. Wenn das der Fall ist, dann haben wir hier vorne noch kräftig Nachschub, weil die Bonbons brauchen wir für die Abstimmung. Die Leute, die da waren schon mal, die wissen, wie das funktioniert. Wir geben am Ende eine Box rum und ihr könnt eurem Lieblingskünstler eure Bonbons geben. So viele ihr wollt, so viele wie ihr habt. Und der Künstler mit den meisten Bonbons gibt eine kurze Zugabe. Und diesmal wissen das auch alle, weil alle waren schon mal da. Ganz genau. wir lieben es zu spielen mit euch und wir verschenken super gerne Dinge. Und heute verschenken wir Freigetränke und freien Eintritt. Fangen wir an mit Freibier oder freiem Eintritt? Egal, was wollt ihr zuerst? Freibier? Okay, alles klar. unsere liebe Lotta hat sich ein Spiel ausgedacht und zwar, das nennt sich Promiraten. Ich gebe euch jetzt ein paar Hinweise zu einem Prominenten. Wer erkennt, wen wir meinen, steht bitte auf und ruft den Namen ganz laut. Und ihr müsst wirklich aufstehen, weil ihr seht uns super, aber wir sehen euch ja natürlich gar nicht. Also ich fange mal an. Wenn ihr wisst, wen ich meine, dann rufen. Also, mein Lieblingsgetränk ist Orangensaft. Mein erster Ehemann war Physiker, aber die Ehe hat nicht gehalten. Dafür habe ich seinen Vornamen behalten, den jetzt jeder kennt. Merkel? Ja, Merkel, super. Angela Merkel. Ihr zweiter Vorname ist übrigens Dorothea. Ja, also einmal Freibier. Ja, und bis derjenige sich das Freibier abgeholt hat, erzähle ich euch ein bisschen Blödsinn, nein, Quatsch. Kommt denn überhaupt jemand und holt sich sein Getränk ab bei mir? Ja. Nee, aber wir können applaudieren, wenn du nach vorne kommst. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Steht Essensbord drauf, aber das ist Bier. Ja, und wir haben heute was ganz Besonderes. Wir haben fast nur Gewinner, außer den Mario. Aber der hat heute Verstärkung mitgebracht. Vielleicht klappt es ja dann. Aber der Mario war jetzt eigentlich auch in letzter Zeit nicht da. Also der konnte gar nicht gewinnen. Oder? Ja, genau. Klang jetzt nur so gemein. Ich wollte nicht gemein sein, sorry Mario. Okay, aber wir kündigen mal den ersten Künstler. Also dann fangen wir an mit dem Matthias Hefele. Er ist eine One-Man-Band und mehr wie Gitarre, Stimme und Beatbox braucht er nicht, um eine Band auf die Bühne zu zaubern. Lasst euch überraschen. Herzlichen Applaus für Matthias Hefele. Trying to paint the entire sky when the weather is fine. You got women, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, and go ahead and see what you're gonna find. If your daddy's rich, take a ride for a meal. If your daddy's poor, just do what it feels. Speed along the way. Turn, now we turn to 25. When the sun goes down, you can make it good and really fine. Thank you.
go fishing, I'll go swimming in the sea. We all this happy life of living, yeah, that's our philosophy. Sing along with me, dee-dee-dee-dee-dee, ree-dee-da-da-da, yabby-yabba-bee, ree-dee-da-da-da-da, ree-dee-da-da-da-da-da-da-da-da. Fishing on my biggest settle down. We've always had a lot of living at the top of the town. Dankeschön. So, ja, nachdem jetzt der Winter vorbei ist, ist ganz gut, wenn ich mit dem Sommerlied anfange, damit es auch so schön warm bleibt. Also man hätte ja letzte Woche nicht denken können, dass es so schön wird. Ja, ja. Auf jeden Fall, mein Name ist ja schon genannt worden, also Matthias Häfli. Ich bin eine One-Man-Band. Wer noch nicht ganz genau zugehört hat, ihr hört mehr Instrumente, als eigentlich hier auf der Bühne stehen bzw. tragen werdet. Wie das Ganze geht, ich habe hier unten so Kästli, ich zeige euch mal ganz kurz, wie das geht, damit ihr wisst, was ich mache. Also wenn ich jetzt hier was reinschwätze und da drauf trete auf das Kästchen, dann nehme ich was auf. Also das, was ich reinschwätze. Und wenn noch mal drauf auf das Kästchen, dann nehme ich was auf. Also das, was ich reinschwätze. Und wenn noch mal draufschwätze, dann muss ich immer mehr und immer mehr. Also das, was ich reinschwätze. Es hört sich so an, als würde ich euch total zulabern, obwohl ich das eigentlich von meiner Natur aus nicht machen würde. Und das ist der ganze Trick der Sache. Das mache ich mit der Gitarre oder mit meiner Stimme. Und ihr habt jetzt beim ersten Lied, da kam auch ein kleines Schlagzeug vor. Das klingt jetzt wahrscheinlich komisch, aber das entsteht dadurch, dass ich versuche, das Publikum anzuspucken. Und das Mikrofon steht im Weg. Das ist mir irgendwann mal beim Probe aufgefallen, dass wenn ich spuck und das Mikrofon steht vor mir, dass es sich ein bisschen wie Schlagzeug anhört. Also, ich mache euch das mal vor, wenn man ein starkes P reinspuckt, dann soll es so klingen wie ein Bassdrum. Das klingt dann so. Ungefähr. Und um es, das Schlagzeug noch voll zu kriegen, fällt noch die Snare Drum, da spuckt man auch ein P rein und wirft noch eine Ladung mit. Das klingt dann so, also man setzt doch hinten nach dem P, was man reinspricht, eine F hinterher, dann klingt es so. Okay? Jetzt fällt nur noch das Hi-Hat, das verbindet die zwei Sounds und dann hat man ein Schlagzeug. So, jetzt wisst ihr das. Im Fachjargon sagt man Beatbox, aber für Leute, die es noch nicht so gut drauf haben, sagt man eher rhythmisches Spucken. So. Ich habe heute Abend, bevor es jetzt weitergeht mit dem nächsten Lied, euch extra ein Schlagzeug-Solo vorbereitet. Ich bin noch kräftig am rhythmischen Spucken üben und jetzt möchte ich euch zeigen, wie das klingt. Ja, jetzt ist das Blöde, jetzt ist mein ganzes Speichel ist schon verbraucht, ich habe jetzt einen trockenen Mund. Wo habe ich denn das Trinken hin? Es ist kein Whisky, es ist Leitungswasser.
Jetzt wisst ihr, was ich mache. Jetzt kann es ein bisschen weitergehen, weil ich soll ja Lieder spielen hier. Ich habe mir überlegt, ich wende die ganze Loop-Geschichte ja auf Coverlieder an. Also ich mache keine eigene Musik, weil ich einfach nicht so kreativ bin. Und habe gedacht, ich cover einfach Lieder. Aber ich habe mir dann überlegt, es ist ja eine Sache, handgemachte Musik, das macht ja jeder, covert jeder. Also wo man auch mit Gitarre, Gesang und Schlagzeug so spielt. Aber ich habe mir überlegt, ich könnte ja mal einen Schritt weiter gehen und versuchen, nicht nur handgemachte Musik zu covern, sondern auch elektronische Musik. Dann habe ich überlegt, was für ein großer elektronischer Hit gibt es, wo die meisten Leute kennen. Und habe dann tatsächlich einen gefunden. In den 90er hat man den, das Lied erfunden, komponiert. Und zwar der Herr, der das Lied gemacht hat, heißt Fatboy Slim. Und das Lied heißt The Funk Soul Brother, eigentlich Rockefeller's Gang. Vielleicht kennt es ja der eine oder andere. Ihr versteht mich, oder? Gut. Ja, mit, gut, das muss ich nicht sagen, egal. Right about now, the funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it out now. Funk so brother, right about now. Funk so brother, check it out now. Funk so brother, right about now. Funk so brother, check it out now. Funk so brother, right about now, about now, about now, about now. Right about now, check out now. Right about now, check out now. Check it out now. The funk so brother, right about now. So brother, check it out now. The funk so brother. Check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. The funk so brother, check it out now. The funk so brother, right about now. Now, about now, about now, blah, 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 blah. You to hear. Dankeschön. Ja.
Uiuiui, jetzt ist der Kreislauf oben, das ist gut. Ja, was soll ich sagen? Wenn man schon so auftritt, so Kurzauftritte sind ja eine schöne Sache. Jetzt deshalb, aber sie sind leider vom Umsatz her nicht so gut, weil es gibt keine Gage. Was jetzt auch nicht schlimm ist, ich wohne ja hier in Freiburg. Ich bin kein großer Werbefachmann. Manchmal wünschte ich mir, ihr könnt Werbung machen, wie sie im Fernsehen die Werbung machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die CD kaufen. Im Millisekundenbereich im Filmen so Artikelbilder reinschleißen, dass man es bewusst gar nicht wahrnimmt. Aber unbewusst CD sehr wohl. Kaufen. Und dann kann es sein, dass man am nächsten Tag in den Laden geht und einkaufen geht und Sachen kauft, die man gar nicht CD braucht. CD kaufen. Leider habe ich nicht die technischen Hilfsmittel und muss auf herkömmliche Art und Weise Werbung machen und will an alles denken, was ich euch sagen will. Wem das gefällt, was ich hier mache, ich habe ein dreistündiges Repertoire mit Liedern aus den letzten 30, 40 Jahren. Nicht von mir, ich bin noch nicht ganz so alt. Spiele auf Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Beerdigungen, Scheidungen, habe überall schon gespielt. Wenn ihr mich braucht, sagt Bescheid, ich lege nachher eine Postkarte aus. Des Weiteren, ich unterrichte auch hier in Freiburg Gitarre, Beatbox, Ukulele. Wer sowas braucht, kann sich auch gern melden. Das war's eigentlich schon. Das war mein Werbeblock. Hiermit schließe ich meinen Werbeblock. So, jetzt kommt der Höhepunkt. Ja, wie soll ich das erklären? Um das nächste Lied ein bisschen zu verstehen, muss ich kurze kleine Geschichte erzähle, aber ich glaube, es hat ja eh jemand abgesagt und ich habe ein bisschen Zeit. Und zwar letztes Jahr, es war ein schlechtes Jahr, nee, es war vorletztes Jahr, wir haben ja schon 2016, habe ich mir die Weisheitszähne nach langem gut Einreden meines Zahnarztes entfernen lassen. Weil da waren einfach so tiefe Löcher drin, es ging nicht mehr anders. Und ich habe dann meinen ganzen Mut zusammengefasst und habe endlich die Weisheitszähne rausmachen lassen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was erzählt denn der ist hier oben? Das Ganze, ich habe so Angst gehabt und habe dann den Zahnarzt gefragt, geht es jetzt irgendwie mit Narkose oder irgendwo, dass es nicht ganz so schlimm ist? Da hat er gesagt, ja, das geht, allerdings Narkose kostet 700 Euro. Und ich habe gesagt, das ist mir zu teuer. Und dann hat er gesagt, es gibt noch eine Alternative, und zwar eine Halbnarkose. Und da zahlt man nur 70 Euro und ist aber nur so im Halbdämmerschlaf. Und da habe ich gedacht, gut, bevor es so die Schmerzen so mitmacht, dann mache ich es im Halbschlaf. Das wird bestimmt ganz gut. Habe ich gemacht. Und es war wirklich super. Kann ich nur empfehlen, wer das nur vor sich hat, macht es. Die 70 Euro lohnt sich. Auf jeden Fall, man kriegt da Tablette eingeschmissen als Spritze in den Arsch. Und dann ist man weg. Ich bin morgens um 9 Uhr hin und bin mittags um 2 Uhr aufgewacht. Und die waren draußen. Das war super. Als ich dann am nächsten Tag aber wieder zum Zahnarzt gegangen bin, habe mich schon die Zahnarzthelferin so komisch angelacht. Dann habe ich gedacht, sag mal, was ist denn los? Und dann, wo dann der Zahnarzt reinkommen ist, hat er auch so komisch gelacht. Und dann hat er mich auch aufgeklärt, was so toll war während meines Halbschlafs. Weil ich habe anscheinend während des Zähneziehens ein Lied gesungen. Und er hat gesagt, er hat das Lied auch kannt. Das war von AC/DC Thunderstruck. Und deswegen habe ich mich dann dran und drauf gemacht und versucht, dieses Lied so gut es geht zu covern. Und das werde ich euch jetzt vorspielen. Das kann sein, ich brauche 2, 3 Anläufe. Aber gut, nach dem dritten mache ich auf. Okay, jetzt könnt's gehen. So gut.
middle of a rainbow track. Under, I'd round, and I knew there was no turning back. Under, my mind raced, and I found what could I do. Under, and I knew there was no help, no help from you. Under, sign of the challenge. Beating in my heart, the thunder of drums tore me apart. Thunderstruck. We had some fun. We met some girl, some dancer who gave a good time. Break all the rules, play all the fools. Yeah, yeah, they blew our mind. And I was shaking down the knee. Should I come again, please? Yeah, you lady, where to come? You've been thunderstruck. And I was shaking down the knees. Should I come again, please? Dankeschön. Danke fürs Zuhören, viel Spaß für den weiteren Abend. Das war's von meiner Seite aus. Ja, danke Matthias. Ich hoffe, das Schlagzeug-Solo war nicht zu nass für euch. Aber jetzt, wo wir es wissen, verteilen wir dann das nächste Mal für die erste Reihe Regekeps. Ich saß da, das war okay. Ja, dann. ja. Danke. Wir spielen noch was, oder? Ja. Ich habe, das ist schön. Diesmal verteilen wir freien Eintritt. Ich hoffe, das hindert niemanden daran mitzumachen. Ich fange mal an. Also. Ich war auf einer bilingualen Schule. Der Zoll in München hat mal meinen Affen beschlagnahmt. Justin Bieber! Justin Bieber, ja genau. Oh, du! Er fragt nach Freibier. Geben wir ihm Freibier? Dass mir das nicht nochmal vorkommt. Ich bin erstaunt, weil ich dachte, Justin Bieber muss froh sein, dass er seinen Namen in einer Sprache schreiben kann. Nur gut. Ha ja. Wir machen weiter mit dem nächsten Künstler. Diesmal keine Musik, sondern ein bisschen Comedy. Angela Eckert war auch schon mal da, hat einen super schönen Text gemacht über mehr Toleranz und er hat auch dazu aufgerufen, toleranter gegenüber Laktose zu sein.
Das war sehr schön. Und dann fand er es so schön bei uns, dass er gefragt hat, ob er noch mal kommen kann. Und dann meinte ich, ja klar, aber eigentlich versuchen wir mal Abstand zu lassen, dass das nicht so häufig vorkommt im Semester. Und dann hat er versprochen, er zieht ein anderes Sakko an. Und er tritt nicht unter dem Namen Angelei Eckhardt auf, sondern Angelei Ackert. Also, herzlichen Applaus für Angelei Ackert. Und er hat sogar Eintritt gezahlt heute. Und er hat Eintritt gezahlt, um uns zu supporten. ich gebe dir das Mikrofon, weil da hat auch nicht der Matthias reingespuckt. Also, viel Spaß. Okay, darf ich das da reinstecken? So, hallo. Also, wie gesagt, ich bin Angelei und ich muss an der Stelle einfach nochmal sagen, ganz, ganz herzlichen Dank an Daniel und an Laura, dass sie mir erlaubt haben, hier nochmal aufzutreten. Auch großen Dank an das Mensa-Bar-Team und das ganze Slam-Team. Es ist wirklich ganz, ganz toll, hier nochmal sein zu dürfen. Es liegt auch einfach daran, dass man natürlich das Selbstbewusstsein einfach braucht. Wenn man Stand-Up-Comedy macht, braucht man das Selbstbewusstsein. Und was mich immer überrascht, ist, dass die Leute ja denken, man hätte viel Selbstbewusstsein, weil man sich hier auf die Bühne stellt. Aber es ist komplett falsch. Es ist genau andersrum. Wir holen uns das Selbstbewusstsein, was wir im richtigen Leben nicht haben, hier auf der Bühne ab. So funktioniert das eigentlich. Alle Stand-Up-Comedians sind eigentlich verängstigte Neurotiker. Wirklich so. Ich bin auch einer. Aber wenn man auf die Bühne kommt, dann ist es einfach anders. Die Bühne gibt einem das, was man im richtigen Leben nicht hat. Man geht zum Beispiel hier hoch, dann steht da ein Mikrofon. Das Mikrofon signalisiert mir, wir wollen hören, was du zu sagen hast. Das haben mir beispielsweise meine Eltern nie signalisiert. Meine Freunde auch nicht. Und wenn ich hier oben jetzt mal was mache, was so ein bisschen gut ankommt, dann klatscht vielleicht sogar mal der ein oder andere oder auch mal ein paar mehr. Und wann ist euch das letzte Mal im richtigen Leben passiert? Dass ihr im Seminar vielleicht was Schlaues gesagt habt oder in der Lerngruppe eine gute Idee eingeworfen und dann sind die Leute in spontanen Szenenapplaus ausgebrochen und haben euch bejubelt. Also, mir ist das relativ... ja, genau so. Das habe ich im wahren Leben nie. Deswegen ist es hier so wichtig. Und die einzige Angst, muss ich wirklich sagen, die ich aus dem wahren Leben mit auf die Bühne nehme, immer wieder, ist aber klar, die teile ich, glaube ich, mit allen Künstlern, ist, dass ich das Programm vergesse. Also, dass ich einfach nicht mehr weiß, was ich sagen soll, dass mir der Text komplett entfällt. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man ein Wort hat, wo man ganz genau weiß, das habe ich im Kopf, es liegt mir auf der Zunge, ich weiß genau, wie das heißt, aber mir fällt es einfach gerade nicht ein. Und das passiert mir im richtigen Leben ständig, wenn zum Beispiel meine Freundin mich fragt, Schatz, wie würdest du das Gefühl nennen, das du hast, wenn wir uns küssen? Und ich sage, ich weiß, wie das heißt. Ja, ich komme gleich drauf. Fängt mit L an, oder? Ja, Gefühl mit L beim Küssen, richtig. Langeweile? Und dann sagt sie, was? Und ich sage, nein, okay, oh Gott, sorry, tut mir leid, nochmal. Gefühl mit L beim Küssen, ja, klar, jetzt habe ich es. Leere, innere Leere. Und sie sagt, oh mein Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, ist das dein Ernst? Ich sage, nein, halt, Süße, gib mir noch eine Chance. Jetzt habe ich es. Gefühl mit L, ich spüre es jedes Mal, wenn wir uns küssen und auch sonst in unserer Beziehung ganz, ganz häufig. Leistungsdruck. Und in dem Moment ist meistens für sie die Diskussion schon beendet. Ich versuche natürlich zu retten, was noch zu retten ist und sage, hey, es tut mir leid, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ich habe einfach einen sehr, sehr kleinen Wortschatz. Und das will sie mir nie glauben. Deswegen habe ich kürzlich mal einen Test gemacht. Ich habe mich testen lassen und es hat sich herausgestellt, ich hatte recht. Ich bin tatsächlich der einzige Mensch auf der Welt, bei dem der passive Wortschatz kleiner ist als der aktive Wortschatz. Um 35%. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich jedes dritte Wort, das ich sage, selbst nicht verstehe. Das ist absurd. Was heißt absurd? Keine Ahnung. Ja, seht ihr? Also das ist wirklich problematisch. Ich habe mittlerweile gelernt, damit zu leben. Denn ihr wisst ja, dass das Gehirn sich auch anpasst und dass man das ausgleichen kann. Also mein Gehirn kann diese lexikalische Behinderung, die ich da habe, auch ausgleichen. Das kennt ihr wahrscheinlich, ist ja bei Blinden genauso, dass bei denen der fehlende Sehsinn ausgeglichen wird durch ein extrem gutes Gehör.
sodass sie immer hören können, wenn zum Beispiel jemand sagt, Achtung, ich glaube, der Piepston an dieser Fußgängerampel hat eine Fehlfunktion. Oder dass ihr Geschmackssinn überdurchschnittlich gut ausgeprägt ist, sodass sie zum Beispiel merken, morgens, aha, das ist gar nicht meine Ehefrau, die mich da mit viel Zunge gerade wach küsst, sondern das ist mein Blindenhund. Und er hat gerade Knoblauch gegessen. Es ist trotzdem schön warm. Und das ist tatsächlich was, was ich für mein Gehirn in Anspruch nehmen kann. Da wird auch dieses Handicap sehr gut ausgeglichen. Ja, ich habe einen grenzwertig kleinen Wortschatz, aber die Verknüpfungen zwischen diesen Wörtern sind überdurchschnittlich gut. Das passiert allerdings manchmal, dass es dann dadurch zu seltsamen Situationen kommt. Wenn mich zum Beispiel jemand fragt, hast du Lust auf einen Film? Dann antworte ich, nur Öl und Essig bitte. Es liegt daran, dass für mein Gehirn die Wörter Film und Salatdressing gleichbedeutend sind. Ja, mein Gehirn stellt Verknüpfungen, Assoziationen, Brücken zwischen diesen Wörtern her, aber eben keine willkürlichen, sondern logische, semantische Ketten, aber mit 1500-facher Geschwindigkeit. Ja, jemand fragt, hast du Lust auf einen Film? In meinem Gehirn passiert Folgendes. Film, Fernsehen, Fernsehen, GEZ, GEZ, Gebührenzwang, Gebührenzwang, Zwangsheirat, Zwangsheirat, Heiratsschwindler, Heiratsschwindler, Schwindelgefühl, Schwindelgefühl, Gefühlschaos, Gefühlschaos, Chaostheorie, Chaostheorie, Butterfly-Effekt, Butterfly-Effekt, Butterfly-Messer, Butterfly-Messer, Messerstecher, Messerstecher, Stichprobe, Stichprobe, Probierpackung, Probierpackung, Packungsbeilage, Packungsbeilage, Beilagensalat, Beilagensalat, Salat, Salat, Salatdressing. Ja, danke. Ist ganz logisch, oder? Ist absolut logisch, aber in der Gesprächssituation, gebe ich zu, bisschen seltsam. Damit ich also nicht immer in diese Falle tappe, muss ich weiterdenken. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich damit umgehen kann. Ich habe eine Strategie entwickelt. Und zwar muss ich die Assoziationskette weiterführen und den Kreis wieder schließen. Also denke ich weiter. Salatdressing, Dressing, Dressing, Dresscode, Dresscode, Disco, Disco, Türsteher, Türsteher, kleiner Penis, Michelangelo David, Hochrenaissance, Hochrenaissance, Mona Lisa, Louvre, Louvre, Paris, Paris, Stadt der Liebe, Liebesfilm, Liebesfilm, Film. Und dann kann ich sachgerecht antworten, ach nö, kein Bock. Ja, das ist nicht so problematisch, schwieriger wird es, wenn man sich versucht, mit mir über Politik zu unterhalten. Früher oder später fällt das Wort Demokratie. Und ich verziehe angewidert das Gesicht und halte mir die Ohren zu. Denke natürlich an Justin Bieber. Ja, wie passiert das? Ganz einfach. Demokratie, Herrschaft der Mehrheit. Herrschaft der Mehrheit, Herrscher der Meere, Blauwal, Blauwal, Walfänger, Walfänger, Japan, Japan, Schulmädchenuniform, Schulmädchenuniform, kreischende Schulmädchen, Justin Bieber. Klar. Aber auch da kann ich, wenn ich Glück habe, schnell genug reagiere, kann ich weiter am Rad drehen. Ich muss das also einfach weiterführen. Ich denke, Justin Bieber, Popstar, Popstar, Popstars, Popstars, DSDS, DSDS, Voting, Voting, Wählen, Wählen, Wähler, Wähler, Demokratie. Weiter. Manchmal kann ich tatsächlich lückenlose Gespräche führen. Ab und zu wird es problematisch. Es kann mal passieren, dass man in der Diskussion über Filme oder über Demokratie abgelenkt wird. Das einzige Problem, was ich habe, die einzige Situation, wo es wirklich kritisch wird, weil ich nicht mehr weiter am Gespräch teilnehmen kann, ist, wenn jemand in meiner Gegenwart Jake Gyllenhaal erwähnt. Dann springe ich auf, renne panisch los und suche den nächsten Luftschutzbunker. Denn in meinem Kopf ist Jake Gyllenhaal gleich Atomkrieg. Ja? Seltsam, eigentlich mag ich Jake Gyllenhaal, aber in meinem Kopf wird Jake Gyllenhaal zu Atomkrieg. Deswegen, Jake Gyllenhaal, Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, Cowboys, Cowboys, Western, Western, Revolverheld, Revolverheld, Superheld, Superheld, Superstars, Superstars, DSDS, DSDS, ADHS, ADHS, Problemkind, Problemkind, vor die Tür, 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 Türsteher, Türsteher, kleiner Penis, peinlich, peinlich, roter Kopf, roter Knopf, Atomkrieg. Und ich springe auf, ich renne los, ich bin weg, ich bin weg. Und dann, Dankeschön, dann sitze ich da im Luftschutzbunker, halte mir die Hände über den Kopf und denke, es wäre so einfach gewesen, die Kette wieder zu schließen. Es wäre so einfach gewesen. Atomkrieg, meine letzte Nacht auf Erden, meine letzte Nacht auf Erden, Sex mit Jake Gyllenhaal. Sex mit Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal. Na, ihr seht, ich habe kein Problem damit, ganz offen über meine kleine kognitive Störung, über meine lexikalische Behinderung zu reden, weil ich mittlerweile auch ein bisschen stolz darauf bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin stolz darauf, weil ich auch glaube, dass es gewisse Jobs gibt, für die ich überdurchschnittlich gut geeignet bin durch diese Störung. Ich wäre zum Beispiel ein extrem guter Geheimagent. Stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn man mich gefangen nimmt und verhört.
Man würde mich zum Beispiel fragen, wo haben Sie das Abhörgerät versteckt? Und ich würde sagen, im Schoko-Vanille-Knuspermüsli. Ich würde wahrheitsgemäß antworten und trotzdem keine Informationen preisgeben. Die könnten mit mir wahrscheinlich machen, was sie wollen. Raus damit, wer ist Ihr Maulwurf in unserer Staatskanzlei? Ein Oxford-Schuh aus glattem Lammleder mit 6 Schnürungen. Den haben Sie doch sicher schon ganz, ganz oft gesehen. Jeder Lügendetektor würde sich doch an mir die Zähne ausbeißen. Man könnte mich foltern, man könnte mich auspeitschen, alles mit mir machen. Die Leute würden mich fragen, geben Sie endlich zu, für wen Sie arbeiten. Und ich würde sagen, die Mönchgrasmücke Silvia atricapilla ist ein 13,5 bis 15 cm langer Sperlingsvogel, der sich in der Brutzeit von Insekten und Larven vom Sommer in den März hinein allerdings von Beeren und Früchten ernährt. Ich verstehe nicht, warum Sie das immer und immer wieder von mir hören wollen. Und als ich das verstanden hatte, als diese Situation vor meinem inneren Auge aufgetaucht ist, da habe ich mich beim BND beworben. Und es wird euch wahrscheinlich überraschen, aber man kann nicht sofort beim BND anfangen, einfach nur, weil man eine kognitive Störung hat. Die machen mit einem vorher noch 2 Tests, mit jedem Rekruten 2 Tests. Und zwar den Opferbereitschaftstest und den Täterbereitschaftstest. Der Opferbereitschaftstest geht so, der Personalchef setzt sich mit mir hin und fragt mich, würden Sie Ihr Leben opfern, um die Demokratie zu retten? Und ich sage, warum sollte ich mein Leben opfern, um Justin Bieber zu retten? Ich bin doch nicht sein Bodyguard. Das hat der Personalchef dann allerdings akzeptiert und hat mich in den Täterbereitschaftstest übernommen und hat gefragt, wären Sie bereit, einen Menschen zu verletzen, wenn Sie damit verhindern könnten, dass der Atomkrieg kommt? Und ich habe gesagt, ist das nicht eine etwas indiskrete Frage? Mal ganz ehrlich, was zwischen mir und Jake Gyllenhaal passiert, das ist doch eigentlich unsere Sache. Und ja, okay, ich gebe zu, ich würde alles tun, was Jake möchte. Und wenn er die Sache unbedingt in die Länge ziehen will, dann würde ich mir auch was dafür einfallen lassen. Vielleicht würde ich keinen Menschen verletzen, aber ich verstehe nicht, was das mit meiner Eignung als Geheimagent zu tun haben soll. Und da war der Personalchef etwas verwirrt und hat gefragt, sagen Sie mal, wie würden Sie eigentlich das Gefühl beschreiben, das Sie haben, wenn Sie an Jake Gyllenhaal denken. Und da hat mein Wortschatz zum ersten Mal perfekt funktioniert. Ich habe gesagt, Gefühl beim Gedanken an Jake Gyllenhaal fängt mit L an. Liebe. Lange Rede, kurzer Sinn. Der BND hat gesagt, er meldet sich bei mir, vielleicht. Meine Freundin hat gesagt, sie trennt sich von mir, definitiv. Und ich habe 35% von dem, was ich euch gerade erzählt habe, selbst nicht verstanden. Aber ich bin sicher, ihr hättet mich unterbrochen, wenn es zu absurd gewesen wäre. Was auch immer das Wort heißt. Dankeschön. Wir spielen noch was, bevor wir euch in die Pause entlassen. Ich hoffe, ihr versteht davon mehr als 35%. Es gibt was zu verschenken, also ganz sicher hören die zu. Was verschenken? Haben wir noch Freibier? Wir heben uns Freibier für nach der Pause auf, oder? Oder wollen wir alle Biere jetzt für die Pause verschenken? Was sagt ihr? Freien Eintritt? Oder Freibier? Bier, immer Bier. Na super. Findest, dass ihr keinen freien Eintritt wollt, seid ihr aber ganz schön viele. Ja, das stimmt. Hau mal raus, was wir haben. Und zwar bin ich seit 16 Jahren beim selben Arbeitgeber. Meine Ehefrau heißt Lisa. In Interviews zeichne ich mich durch außerordentliche Rhetorik aus. Ich habe das 2000. Tor für die Fußballnationalmannschaft geschossen. Mein Nachname ist der deutsche Standardname. Lauter. Thomas Müller. Ja, da vorne. Tut mir leid, war schneller. Aber da hinten war, glaub, jemand schneller. Also, ich halte den jetzt her. Wer zuerst da ist, kann den haben. Aber da vorne natürlich super Karten. Sorry. Applaus. Wir machen 10 Minuten Pause. Viel Spaß und bis gleich. Hallo. Oh, zu laut. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Das hätten wir eigentlich auch vor der Pause sagen können, weil da hat man ja auch immer ein bisschen Zeit, um am Handy rumzuspielen und Nachrichten zu checken und auch Facebook. Und wir sind ja auch auf Facebook und
da auch heute so viele da sind, nutzen wir das, um zu sagen, like doch auch mal unsere Seite, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, weil es gibt Fotos vom Abend, wir kündigen immer die Künstler an und ganz wichtig, ihr erfahrt über Facebook alle wichtigen Termine für den Supreme. Und damit eröffne ich das nächste Spiel. Und die Freibiere sind weg. Sorry. Aber wir kommen nächstes Semester vielleicht wieder, also... Mit mehr Bier. Euer Freieintritt ist dann immer noch einlösbar, wenn wir wieder da sind. Okay, also ich spreche jetzt hier nicht von mir. Ich habe keinen Schulabschluss. Ich war schon. Ich war in einer Boyband. Ich habe 17 Brit Awards gewonnen. Ich stehe... Lauter. Robbie Williams. Warst du das? Ja? Da, dann. Bitte schön und Applaus. Oh, das ist ein schöner Übergang für den nächsten Künstler, weil die Dame, die gerade den Gutschein gewonnen hat, ist die Freundin von Tim Schicker. Vom Teddy Smith Trio. Und bevor der Daniel die ankündigt, kann ich euch verraten, und ich flüster's, der Tim hat heute Geburtstag. Und das soll euch nicht bei eurer Entscheidung beeinflussen, aber, lieber Tim, von uns alles Gute zum Geburtstag und Happy Birthday von deiner Ukulelengruppe, die ist nämlich auch da. Herzlichen Applaus. Sollen wir mal ein Experiment machen? Kriegt ihr das hin, Happy Birthday für den Tim zu singen? Oh, das ist ihm bestimmt irre peinlich, aber probieren wir es? Stimmst du an? Also nicht wir, ihr. Ich kann gar nicht singen, aber du kannst das auf drei anstimmen? Ich meinte jetzt unser Publikum. Ja, aber wir müssen ja irgendwie okay. Anfangen, oder? Happy Birthday to geil. You. Tim, genau. Geil, danke schön. Ja, dann Tim, Teddy Smith. Ja, dann sage ich noch ein paar Worte dazu. Genau. Teddy Smith ist Beatboxer, Rapper, Musiker, Sänger. Tim Schicker hat Jazzgitarre in Amsterdam studiert, ist Komponist und Musiklehrer. Mitgebracht haben sie die Victoria am Cello. Herzlichen Applaus. Something in the water that makes me feel the way I do. Yeah, yeah. There's a tension between us. It feels like electricity is in the air. Oh, baby. But how can you be so rude to me? And how can we escape this life, live and be free? 'Cause you said we could be. Not one day but forever. I won't be shy, but is it a lie? I don't know. I think that maybe you're an animal. Like a tiger, some for prey, nothing comes in your way. You're like an animal. The deadly look in your eye makes me feel real alive. 'Cause you're an animal. Honey, you look and fly. I don't know if I survive. 'Cause you're an animal. Yeah. Whoa, 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 whoa. You're like an animal, baby. Just like an animal, animal. You're like an animal, baby. Just like an animal, animal. You're like an animal, baby. Just like an animal. You're like an animal, baby. Oh no, 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 no. Come on.
Geschichte für den ersten Auftritt. Ich hab's kaputt gebeatboxt, glaube ich. Du hast gespuckt. Time for prey, nothing comes in your way. You're like an animal. The deadly look in your eye makes me feel real alive. Cause you're an animal. Honey, you look and fly. I don't know if I survive. Cause you're an animal. Mm. Whoa, 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 whoa. Cool. Für euch geht's gut, ja? Mir jetzt auch, ich bin wach. Kannst du mal ein Mikro ein bisschen mehr auf den Monitor gehen? Ein kleines bisschen. Nicht viel. Okay. Wie der Tim schon gesagt hat, heute ist die Feuertaufe bei euch hier. Beim Slam Supreme. Beim nächsten Song ist es so, dass ich gedacht habe, ich möchte mich musikalisch mal so richtig auskotzen über alles, was mich richtig stresst. Und ich finde, eine der schönsten Formen ist der Reggae. Für sowas. Da klingt nämlich alles immer so lieb, obwohl es manchmal doch beinhart ist. Der Song heißt Cruel World. I was born into a cruel world. Yes, I was. When most is lost, born into a cruel world. Yes, I was. Cruel world. When most is lost, when most is lost. How can you tell me that we are not ruled by the evil? You know that so many people suffering, and so my heart starts bleeding. How can you tell me that this life is fair for everyone that was born in poverty and without education? Be aware, cause that's not fair. How can we walk the way that we walk? Oh no. How can we try to keep our heads high? We keep them low, keep them low. Tell me, how can we walk the way that we walk? Oh no. How can we try to keep our heads high? We keep them low, but no more. I was born into a cruel world. Yes, I was. Born into a cruel world. Where most is lost, where most is lost, my friend. Oh, cruel world. Yes, I was. When most is lost, when most is lost. How can you tell me that we all are equal? Our society's in danger by those racist people. Hear me now. Black brother was murdered in a policeman's shooting. They call him a threat,
But I said it's love that we lose in a system of stupid. How can we walk the way that we walk? Oh no. How can we try to keep our heads high? We keep them low, keep them low. Tell me, how can we walk the way that we walk? Oh no. Tell me, how can we walk this way? How can we try to keep our heads high? We keep them low. But no more, cause I was born into a cruel world. I was born into a cruel world. Can you hear me calling? We were born into a cruel world. Where most is lost, my friend, now cruel world. You were born into a cruel world. Cruel world, we were born into a cruel world. Where most is lost, where most is lost. Danke sehr. Für alle fragenden Blicke, das hier ist ein Kapodaster. Den spannt man auf eine Gitarre oder in diesem Fall auf eine Mandoline, damit alle Saiten so ein bisschen höher klingen. Und das hier ist eine Mandoline. Das ist wie eine Gitarre, nur hat zwei Saiten mehr, dafür aber anders angeordnet und ist in Quinten, also anders gestimmt. Und ja, ist aber auch ganz schön. Klingt so. Ich möchte noch was sagen. Okay, kurz zu dem nächsten Song. Ich wurde da schon gefragt, oder es wurde mir gesagt, hey, das ist ja eine schöne Liebesgeschichte, die du da erzählst, ne? Um wen geht's denn da? Und es ist schon eine Liebesgeschichte, es geht aber in dem Fall um die Liebe zu sich selbst, dass man sich selbst so akzeptiert, wie man ist. Der Song heißt You Let Me Be. But I have learned. I try to look you in the eyes. Your honest love, it makes me shy. And I have searched for you, my soul and heart has been torn apart. I know you knew, and you will welcome me. You keep me close, you hold me tight, you let me be. Ah.
the more I see. That you bring out the best in me. It took some time, now I accept. I am without regrets. And I will search for you. My soul and heart has been torn apart. I know you knew. And you will welcome me. You keep me close, you hold me tight, you let me be. I am so glad right now, 'cause you just let me. Let me be. And I have searched for you. My soul and heart's been torn apart. I know you knew, yeah. And you welcome me. Close, you held me tight, you let me be. You kept me close, you held me tight, you let me be. Komm, einen spielen wir noch. Teddy bleibt da. Das ist übrigens total toll, so ein ruhiges, leises Lied zu spielen. Und wenn hier so viele Leute da sind und es tatsächlich total still ist und man jeden Mucks hört, das ist voll toll. Vielen Dank. Nicht so in einer Bierkneipe, wo der Tresen irgendwie so ein paar Rocker da und wir spielen. Lalalala. Ja, und dann fliegen die Bierflaschen. Dann fließt die Träne aber auch beim Rocker mit dem Ball. Ja. Okay, wir kommen zu unserem letzten Song für heute Abend. Erstmal vielen Dank dafür, dass wir hier spielen durften, unsere Feuertaufe hier mit euch erleben durften. Der nächste Song, der geht raus an alle Leute, die uns bis jetzt unterstützt haben, an uns glauben. Und das ist der Inhalt, das Ganze. Der heißt Rise. Viel Spaß damit. You put me out of the trouble when my head's underwater. You're the one who helps me breathe. You're my little angel, the better side of myself. You make me do believe, 'cause you lift me up. You lift me up. You lift me up, so I can rise again. You lift me up, you lift me up. You lift me up, so I can rise again You make me feel fearless, now I feel less. And I carry on. You gave me that power through each and every hour. For you I wrote the song. 'Cause you lift me up, you lift me up, you lift me up. So I can rise again. You lift me up, you lift me up.
you lift me up so I can rise now. Again now, you got to lift me up. Yeah. You got to lift me up. You got to lift me up. So I clap can your rise hands again now. Come on, you got to lift can me up. Can you please lift you me up? Got to lift me you up. Please lift you me up. You got to lift me up. Oh, so I can rise again. Rise now. Again. You now. Got to lift me up. Rise again. You now. Got to lift me up. Rise again. You rise got again. To lift me up. Rise again. So I can rise again now. Dankeschön. Das ist Tim Schicker an Gesang, Gitarre und Mandoline. Victoria Gebel am Gesang und Cello. Und meine Wenigkeit, das Teddy Smith Trio. Oh, hallo? Ja, danke schön. Daniels Mikrofon. Ja, ganz schön voll hier oben und ich bin irgendwie schon... Ja, was ist hier los? Leute. Ich bin stolz auf mich, dass ich noch nichts kaputt gemacht habe. Du könntest, glaube ich, noch da lassen. Ist okay. Wir machen... ein weiteres Spiel. Währenddessen, Mama Mammut wollte schon mal ein bisschen aufbauen, vielleicht? Oder? Seid ihr spontan und könnt gleich loslegen? Nur der Verstärker, alles klar. Okay, es geht weiter. Und zwar, ich bin allergisch gegen Parfüm. Mein zweiter Name ist Giselle. Ja, ich bin so makellos aufgewacht. Ich habe ein Kind, das auf Deutsch übersetzt blauer Efeu heißt. Ich bin auch als Queen Bee bekannt. Ja, also Beyoncé ist es, es kam von da vorne von einem Mädchen, aber da hinten kam es von einem Mann und das finde ich eigentlich spannender. Warum weißt du das? Applaus für den Mann, der es weiß, aber den Gutschein gibt es für da vorne. Okay, jetzt kommt Mama Mammut. Mama Mammut mag es reduziert und puristisch, sagen die über sich selbst, trägt aber stets eine Schleife im Haar. Und Mama Mammut liebt die Simpsons und Charlie Brown steht auf Tokotronic und Wieso und The Strokes, kann aber Liebeslieder nicht ausstehen. In der Freizeit lutscht sie gerne bunte Bonbons und Mama Mammut hat zwei Kinder, nämlich Mario und Michael. Und Michael hat vorher selber gesagt, er hat Angst vor dem, was jetzt passiert. Vor Mario, er hat Angst vor Mario und Mario sagt, es wird ein Experiment und ich sag euch, lasst euch drauf ein. Ich weiß auch nicht genau, was passiert, aber viel Spaß. Und Applaus. Soll ich anfangen? Vielen Dank für
Gesetz, ich werde nie. Zum Gesetz, ich werde nie. Malz aufhören, ihr könnt euch noch so oft querstellen und sagen, ich stelle mich quer. Ich werde immer weitergehen, selbst wenn die letzte Windmühle schon still steht. Ja, ich weiß ja, ich wurde lange ist geboren und ich weiß auch, ich geh im Tode bald verloren. Jedoch das da, das dazwischen ist nur mir, da lass ich die Kuh fliegen, wer zum Stier. 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 Da 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 da. Lauter singen, weil ich kann nicht leise Schlagzeug spielen. Okay, ich probiere. Haha. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind die Musikgruppe Mama Mammut. Wir freuen uns an der Schleife ins Haar, dass wir heute Abend beim Bonbon Supreme auftreten dürfen. Schön, dass auch ihr alle gekommen seid. In dem folgenden Stück ist es uns darum gegangen, so viel wie möglich an Metaphern reinzupacken. Und ist ein Stück darüber, wie man sich als Tapete fühlt. Es trägt den Titel Auf dem Tapeziertisch. Wieder mal nur von der Wand bis zur Tapete gedacht, ich bin euch voll auf den Leim gegangen, als ich ihn überschwang, auf den Tapeziertisch sprang. Und das ist der verdammt schöne Moment, wo die Barfrau dir nochmal einschenkt, wo ein jeder sich an dich dranhängt. Ein so verdammt schwerer Moment. Ihr habt mich
in die Knie gezwungen und aufs Kreuz gelegt und mich dann schön über'n Tisch gezogen und mich angeschmiert und übers Sofa tapeziert. Das ist der verdammt schöne Moment, wo ein Nagel dir deinen Kopf sprengt, wo ein jeder sich an dich dranhängt. Ein so verdammt schwerer Moment. Auf dem Tapeziertisch. So ist das da. Diese ständigen Optimierungsversuche, dieses ständige nochmal kontrollieren und durchlesen, das prangern wir an. Das nächste Stück ist eine Hymne gegen den Kontrollzwang und trägt den Titel "Ich lass das jetzt so". Seit Tagen schon mach ich mich verrückt, nur damit der große Wurf hier irgendwen entzückt, was ja eh kaum glückt. Ganz egal wie's klingt und ob es den Erfolg bringt, ganz egal wie's wirkt und ob es Risiken birgt, ich lass das jetzt so, yippie, 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 yeah, yippie, yo, ich lass das jetzt so, tirili, yippie, yippie, yeah, yippie, yo. Seit Wochen schon mache ich mich krumm, nur um das hier gerade zu biegen für ein Publikum, das ja eh zu dumm. Ganz egal wie's wirkt und ob es Risiken birgt, ganz egal wie's klingt und ob es den Erfolg bringt, ich lass das jetzt so, Chirili, yippie, yippie, yeah, yippie, yo, ich lass das jetzt so, Chirili, yippie, yippie, yeah, yippie, yo, nein, 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 nicht mit mir, ich geh nicht mehr drüber und kontrollier, nur weil ich vielleicht denke, dass du dir keinen Reim drauf machen kannst, ich kapitulier. All die Reimerei, die geht mir lange schon gehörig gegen den verdammten Strich. Sie strengt mich an und ist bisweilen ganz schön liederlich. Du frisst mich so.
sowieso, ob ich mich reim oder nicht. Guten Appetit. Seit Jahren schon denk ich so für mich. Dritte Strophen sind sowas von bla 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 bla. Bla 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 nerv. Ganz egal wie's klingt und ob es den Erfolg bringt. Ganz egal wie's wirkt und ob es Risiken birgt. Ich lass das jetzt so tirili. Yippie yippie yeah yippie yo. Ich lass das jetzt so tirili. Yippie yippie yeah yippie yo. Ganz egal wie's klingt und ob es den Erfolg bringt. Ganz egal wie's wirkt und ob es Risiken birgt. Ich lass das jetzt so tirili. Yippie yippie yeah yippie yo. Ich lass das jetzt so tirili. Yippie yippie yeah yippie yo. Bei der nächsten Hausarbeit, denkt dran, nicht nochmal durchlesen, einfach abgeben. Interessiert sowieso niemanden. Das nächste Stück ist inspiriert von einem Theaterstück von René Polesch, das den Titel trug Kill Your Darlings. Und in diesem Stück ging es darum, dass man die besten Szenen rausgeschnitten hat, weil man sie kaum ertragen konnte. Denn wenn man das Beste schon gesehen hat, dann kann man es nicht noch einmal erleben. Meisterwerk. Thank you.
Schuld, dass uns die Liebe nicht mag. Gibt's eine Antwort? Oh ja, gestrichen. Herzlichen Dank, wir spielen ein schnelles letztes Stück. Wir haben es ausgewählt, weil Bonbons drin vorkommen, dachten, es wäre irgendwie passend. Es trägt den Titel Ich habe nichts getan. Ich habe keine Sau durch das Dorf gejagt, keiner liebe Frau. Umgekehrt, keine Mängelfeige geurt. Ich habe kein Bosch mit Sinn entleert, keine dicken Bretter gebohrt. Nein, ich habe nichts getan. Was für ein grandioser Tag. Ja, ich habe nichts getan. Was für ein grandioser Tag. Ich habe keine Wut in die Faust gebrüllt, keinen alten Hut in der Hand zerknüllt. Ich habe kein Sofa eingedellt, keine Bombe und Mumuk reingepackt. Ich habe kein Zimmer umgestellt, keine harten Nüsse geknackt. Doch ich habe nichts getan. Was für ein grandioser Tag. Ja, ich habe nichts getan. Was für ein grandioser Tag. Ich habe keinen Riss in mein Hemd genäht, keinen Schnellimbiss in der Stadt verschmäht. Ich habe kein Paar mehr ausgelacht, keinen linken Bähnern im Not. Ich habe kein Denkmal angeschmiert, keinen Stein ins Rollen gebracht. Nein, ich habe nichts getan. Was für ein grandioser Tag. Ja, ich habe nichts getan. Was für ein grandioser Tag. Ich habe keine Sau durch das Dorf gejagt, keiner liebe Frau wohl gesagt. Ich habe kein Lächeln umgekehrt, keine Mängelfeige geurt. Ich habe kein Wortspiel Sinn entleert, keine dicken Bretter gebohrt. Ich habe nichts zum Papier gebracht, keine junge Band inspiriert. Ich habe kein neues Lied gemacht, keine hohen Phrasen negiert. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und euren warmen Applaus. Wir sind die Musikgruppe Mama Mammut und danken euch, wünschen euch einen schönen Abend. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Okay, Daniel, wir müssen improvisieren, das Mikro hängt hier fest. Ja, es geht improvisiert weiter, weil eigentlich war der Plan, jetzt eure Bonbons euch wegzunehmen, um euch dafür eine Zugabe zu geben. Aber der neue Plan, Moment,
ist folgender. Und zwar hat uns gerade jemand angequatscht und meinte, er ist witzig und er hat gerade bei der Messe gesprochen, hat eine Comedy-Vorstellung gegeben und hat mir seinen Flyer gegeben. Und er fragt, ob er hier auftreten darf. Und auf dem Flyer stehen verdammt viele Tourdaten. Und ich habe ihn gegoogelt und er ist jetzt nicht unberühmt. Aber ich sage nicht viel, außer wir geben Behane, Behane 5 Minuten Comedy. Herzlichen Applaus. Na, wer von euch hat eben gedacht, hoffentlich kann der Deutsch? Ja, mein Name ist Behane. Behane, seht ihr? Es ist also nicht gelogen. Es ist auch kein Doppelfehler, kein Druckfehler. Ihr könnt mich mittlerweile googeln. Wenn ihr B-E-R-H eingibt, dann komme ich schon. Wenn der Bildschirm schwarz sein sollte, macht euch keinen Kopf. Das ist meine Homepage. Da, wo ich herkomme, gibt es keine Nachnamen. Man sagt immer, aus welchem Hause man ist. Habt ihr vielleicht eine Idee, wo könnte ich herkommen, wenn ihr mich so anschaut? Habt ihr gehört? Der sitzt da versteckt. Schwabenland. So sieht ein Schwabe aus, oder was? Nicht schlecht. Was ist mit der linken Seite? Das ist so eine Mitmachaktion. Ihr könnt jetzt was reinrufen. Habt ihr eine Idee? Was wäre dem Schwarzwald gesagt? Das wird ja immer besser mit euch. Ihr seid einsame Spitze, echte. Leute, ist ganz einfach. Ich bin Ossi. Ostafrikaner. Äthiopier. Und ihr wisst ja, was man über äthiopische Comedians sagt, oder? Nichts. Jedenfalls, ich bin jetzt vor kurzem von Heidelberg hierher gezogen. Ja? Ich wohne jetzt hier und ich bin eben gerade vorbeigefahren mit dem Fahrrad, habe dann die Riesenschlange gesehen, habe mir gedacht, was ist denn da los? Aber egal, vielleicht alle flüchten die vor irgendwas. Aber da habt ihr gesehen, wie ich meinen Kopf eben reingesteckt habe. Dann sehe ich auf einmal 300 Leute hier. Und da habe ich gesagt, hey, kann ich mal hier spielen? Dann guckt sie mich an, hey, wo kommst du denn her? Und ich so, ja, von der Messe. Eigentlich von Heidelberg. Und das Beste, was heute passiert ist, ich bin ins Rathaus gegangen und wollte mich ummelden. Dann gehe ich zu der Dame hin und sage, Madame, ich bin umgezogen, ich würde mich gerne ummelden. Dann guckt sie mich an und sagt, wie heißen Sie? Behane. Wie bitte? Behane. Können Sie das buchstabieren, bitte? Kein Problem. Bravo, Echo, Romeo. Auf Deutsch, bitte. Bertha, Emil, Richard, Heinrich, Anton, Nordpol, Emil. Und Ihr Vorname? Dasselbe. Wie bitte? Dasselbe nochmal, Madame. Getrennt oder zusammen? Habe ich gesagt, getrennt. Könnt ihr es glauben, dann schreibt sie hin, dasselbe. Dann habe ich sie angeguckt, habe gesagt, Madame, ich komme aus dem tiefsten Afrika. Ich glaube nicht, dass ich dasselbe mit dem Vornamen heiße, oder? Ist jemand aus dem Rathaus hier zufällig? Wird aber noch besser. Ich steige also raus, ich steige auf mein geliehenes Fahrrad und fahre und habe Hunger gehabt. Und wenn man Hunger hat, wo geht man immer hin? Wo schmeckt es immer gleich? McDonald's, richtig, ne? Ihr habt da vorne einen, ne? Ich habe angehalten, gehe rein, gehe an den Tresen, schaue auf die Tafel und sage zu dem jungen Mann, junger Mann, ich hätte gerne einmal Big Mac Menü, bitte. Und das hat er geantwortet. Das war, Achtung. Einmal Big Mac Menü. Wie bitte? Sie wollen einmal Big Mac Menü. An den Lauten habe ich erkannt, er hat mich verstanden, ne? Ich so, ja. Was? Habt ihr verstanden, was er gesagt hat? Ach, ihr kennt alle den Inder. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich so, ich verstehe Sie nicht. Sprechen Sie nochmal deutlich, bitte. For here or to go. For here or to go? Das habe ich doch gesagt. Ein studierter Inder, ne? Ich so, for here, bitte. Dann wollte er das so eintippen, guckt er mich nochmal an. Wollen die vielleicht noch decken? Und ich so, nee, sie brauchen es mir nicht zu schicken. Ich will hier essen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tippt ein. Pimp ein an der Dette. Was? Schau mal einfach aufs Display. Lass ich schau aufs Display, ne? 5,69 €. Ich hol
10 Euro raus, gib ihm die 10 Euro, er holt Kleingeld, er reckelt. Und ich so, ist mir scheißegal, was du gesagt hast, gib her. Dann dreht er sich rum, holt es, stellt es so ab und guckt er mich nochmal an. Was? Habt ihr es jetzt verstanden? Ah, euer Indisch wird immer besser, ne? Ich so, was hast du gesagt? Ketchup oder Mayo? Ketchup oder Mayo? Das habe ich doch gesagt, du Depp. Ich so, Ketchup bitte, ne? Dann legt er es mir so drauf. Ich nehme so mein Tablett und gehe so weg. Wisst ihr, was der sagt? Immer dieser scheiß Ausländer. Ich bin ja nicht weit weg, ne? Ich habe das natürlich gehört. Hab mir gedacht, was soll ich machen? Soll ich mit dem diskutieren? Was wäre, wenn ich zurückkomme und sagen würde, hey, hast du mich gerade beleidigt? Was würde der antworten und wie würde der antworten, ne? Dann hab ich gesagt, komm, lass ihn in Ruhe, der ist sowieso gestraft. Ich nehme also mein Tablett und laufe so weiter, ne? Wie ist der Inder hier, oder was? Ich laufe so weg, auf einmal höre ich, wie er sich rumdreht und zu seinem deutschen Kollegen spricht, akzentfreies Deutsch. Hey, ich kann das nicht den ganzen Tag machen, ist viel zu anstrengend. Und das habe ich natürlich gehört und ich veräpple Leute, aber ich werde nicht veräppelt. Also bleibe ich stehen, komme ich wieder so zurück und sage ich zu ihm, hey, hast du mich gerade veräppelt? Dann erschreckt er und guckt mich mit ganz großen Augen an und zeigt hoch auf die Tafel, oben steht heute indische Wochen. Liebe Gäste, das war's auch schon wieder, ich habe nur 5 Minuten. Addet mich auf Facebook, ich würde mich freuen. Ansonsten bis bald, Dankeschön, tschüss. Dankeschön, Dankeschön, cool. Jetzt stimmen wir ab, oder? Und zwar. Ja, da will sonst noch jemand irgendwas vortragen, spontan, oder? Über seine Bachelorarbeit reden, oder? Lotta, du hast immer unsere Boxen. Gibst du mir mal kurz eine vorbei, dann kann ich die herzeigen. Genau, so sehen die aus. Wir haben 2 Stück davon. Wir geben jetzt eine von vorne rum und eine von hinten. Und genau, von 1 bis 4 könnt ihr abstimmen, wen ihr noch mal sehen wollt. Der Mensch mit den meisten Bonbons bekommt noch mal 5 Minuten für eine Zugabe. Und währenddessen zeigen wir euch Kurzfilme hier auf der Leinwand. Viel Spaß! Hallo! Sorry, dass wir so ein bisschen Technikprobleme hatten. Der Sound ging nicht. Aber dafür gibt es jetzt eine Zugabe. Ich habe dem Daniel gerade geflüstert, wer es geworden ist. Und zwar das Teddy Smith Trio. Juhu! Seid ihr denn noch alle da? Ja, ich sehe 2. Victoria ist auch da. Herzlichen Glückwunsch. Gibt ihr uns eine Zugabe? Ja, geil. Schön. Nicht zurückgehen. Okay, ich gehe nicht zurück. Oh Gott. Viel Spaß. Und jetzt kommt der Song. Slow, I will push myself till I can't go no more. 'Cause this might be the last chance I got. I would run, I would climb, I won't quit, I won't stop. I would know that I've got to do my best. And I hope that something that I've left would last. 'Cause
the last game I'm in. The world as I've seen, it will change in a minute, but I won't hesitate no more, 'cause there's one thing that I am sure. Budapest, Budapest. Ich glaube, das Mikro nicht, aber der Monitor, der ist auf jeden Fall jetzt durch. Ne? Ich habe nur. Mach mal ein anderes Mikro drauf, da bitte. Das will noch schön testen. Testen wir das mal noch kurz. Ich habe mal nichts. Ja, ich weiß auch nicht, was. Du, ich glaube, du bist auf meinem Kanal. Ich habe dich tierisch laut auf dem Ohr. Ja. Da wurden die Kanäle vertauscht. Hey, hey, Test. Ich glaube, vielleicht wurden auch die Kanäle vertauscht. Tim meinte, er hat mich ganz laut auf seinem Ohr. Hey, aber jetzt höre ich mich. Super. Voll lieb, dass ihr nochmal nach einer Zugabe gefragt habt. Wir haben eigentlich keinen Song mehr, ne? Ich meine, wir könnten irgendwas machen, aber... wäre halt ein bisschen Impro. Also ich meine, wir könnten schon noch was machen. Sollen wir noch einen spielen? Gibt uns 3 Sekunden. Also das wird ganz groß in die Hose gehen, aber ihr seid dabei. Genau. Ist die Kamera aus? Gut. Die Geschichte von dem Song spielt an den Ufern des Mississippi und handelt von einem kleinen Jungen, der da in einem alten großen Herrenhaus, was schon längst verlassen wurde, mit seinen Freunden spielt. Der Song heißt Riverside. Ich bin auch ganz gespannt, wie das jetzt läuft. There's been a house at the river. Nobody knows who has lived there. Windows are scratched and broken. It seems like somebody opened. You play hide and seek with the kids who really hated you. Then you see who's weak and who but you's the bravest too. Oh, oh, there's been a house at the river. Nobody knows who has lived there.
souls are scratched and broken. It seems like destiny has chosen you, who lives at the riverside. Special day you found that old diary about an enslaved girl named Irene. She wrote that her life was in danger 'cause she had been kidnapped by strangers. She prayed day and night that somehow she might could escape. But as time goes by, her tears went dry and she lost her faith. Whoa, there's been a house at the river. Nobody knows who's lived there. Windows are scratched and broken. Somebody left the doors open. Live this life no more, so please help me, Lord. I don't wanna cry no more. Don't you know? 'Cause I can't live this life no more, so please help me, Lord. Das war's von uns. Ja, das war's von uns. Vielen herzlichen Dank und euch einen wunderschönen Abend. Schaut gerne mal auf Facebook, auf Teddy Smith Music. Da könnt ihr euch über weitere Konzerte oder Pläne, die wir schmieden, informieren. Das war's von uns.